Kennen Sie das auch? Ihre Tinte läuft ständig auf Ihrem altertümlichen Pergament aus. Sie haben Handkrämpfe wegen Ihrer Computermaus oder willst du einfach nur digital zeichnen? Dann schau am besten das Video weiter. So, ihr Früchtchen, heute soll es voll und ganz ums digitale Zeichnen gehen. Ich will euch zeigen, welche Grafiktabletts sich am besten für euch eignen und wie ihr sie einrichtet. Erkläre euch, wie Zeichenprogramme funktionieren und am Ende gehe ich noch auf häufige Fehler ein. Ich werde inhaltlich recht viel aufgreifen und ein bisschen hin und her springen, also falls du noch etwas Bestimmtem suchst, nutzt doch gerne die Kapitelfunktion. Jetzt aber erstmal, warum solltest du überhaupt ein Grafiktablett benutzen? Ein Grafiktablett ersetzt im Prinzip deine Maus. Du schließt es genauso an deinem PC an, aber statt auf einem Mauspad rumzuschieben, schwebst du mit dem Stift über das Tablett und drückst auf oder nutzt einen der Buttons, um zu klicken. Diese Stifthaltung ist meistens gesünder fürs Handgelenk, wenn du nicht gerade eine ergonomische Maus hast, und lässt auch leichtere und sogar schnellere Bewegungen zu. Wichtigste Sache aber natürlich, mit denen kannst du am PC zeichnen. Wenn du damit in einem Zeichenprogramm arbeitest, erkennt es, wie fest du mit dem Stift aufdrückst und passt dementsprechend die Dicke oder Deckkraft deines Malwerkzeugs an. Somit kannst du wie auf Papier zeichnen. Eigentlich sogar noch leichter, weil es noch deutlich mehr Einstellungen gibt. Aber dazu kommen wir später, ich werde jetzt erst einmal auf die verschiedenen Tablet-Arten eingehen. In diesem Fall diese drei von Wacom, die von MediaMarkt gesponsert wurden. Das hier sind ein mittelgroßes und kleines Intuos-Tablet und ein Wacom One. Das One nennt man auch ein Pen-Display, denn hier drin werden Grafiktablett und Bildschirm fusioniert. Zu den drei Zeichentablets findet ihr über die Links in der Beschreibung. Es läuft dort ab heute nämlich eine Rabattaktion. Innerhalb der nächsten zwei Wochen bekommt ihr diese Tablets dort noch günstiger. Ich weiß noch, wie ich als Teenager immer bei MediaMarkt die neuen Grafiktablets im Laden getestet habe und am liebsten alle mitgenommen hätte. Genau das mache ich jetzt aber in diesem Video für euch. Also nicht das Mitnehmen, sondern das Ausprobieren. Also fangen wir an mit den normalen Grafiktablets. Diese Tablets sind die kleinsten und an sich auch die simpelsten. Deswegen perfekt geeignet für Leute, die wirklich noch gar keine Erfahrung mit Stift-Tablets haben. Ich sage immer ganz gerne, dass das erste Grafiktablett, das man sich holen sollte, in etwa der Größe des bisherigen Mauspads entsprechen sollte, damit sich die Bewegung recht intuitiv übertragen lässt. Also, du brauchst einen PC oder Laptop, das sollte eigentlich mit allen Betriebssystemen klappen, Windows und Mac auf jeden Fall. Sobald du alles nach der Anleitung angeschlossen und den aktuellsten Treiber runtergeladen hast, keine Sorge, es steht alles super simpel in der Anleitung und findest du auch leicht über Google, nimmst du deinen Stift in die Hand und schaust, ob deine Maus richtig reagiert. Gehe in die linke obere Ecke deines Tablets und die Maus sollte in der linken oberen Ecke deines Bildschirms sein. Rechte obere Ecke, also auch rechte obere Ecke des Bildschirms. Falls das nicht so funktioniert, es gibt zum Ende des Videos mit den Problemlösungen. Jetzt wollen wir natürlich schon ins Programm rushen, aber eine Sache möchte ich vorher noch klären. Das Setup. Versuch dein Tablet für die ersten Tage oder Wochen oder sogar immer, auch wirklich als Mausersatz zu nutzen. Gewöhne dein Muskelgedächtnis an die neue Bewegung, dann klappt das auch mit dem Zeichnen viel leichter. Um das noch ordentlich zu machen, solltest du darüber nachdenken, wie dein Tisch aussieht. Sind wir mal ehrlich, den musst du wahrscheinlich auch nochmal aufräumen. Ich persönlich bin mit Keyboard-Shortcuts aufgewachsen, deshalb sieht meine Haltung immer so aus. Viele meiner kreativen Mitmenschen nutzen aber auch so seltsame Positionen wie das hier oder verzichten sogar ganz auf eine Tastatur. Finde heraus, wie du am besten arbeiten kannst. Wenn du jemand bist, der seinen Stift etwas verkrampft hält, übertreibst du es am Anfang aber vielleicht nicht zu doll. Immer schön entspannt bleiben und dein Handgelenk nicht überbeanspruchen. Jetzt aber auf ins Programm. Auf der Verpackung hinten steht auch schon, dass du dir je nach Tablet zwei oder drei Programme holen kannst, wenn du dich bei Wacom registrierst. Das sind meines Wissens nach zeitbegrenzte Versionen, aber gerade Clip Studio Paint kann ich absolut empfehlen und für ein Zeichenprogramm kostet es gar nicht so viel, gerade für die ganzen Funktionen, die es hat. Und es ist auch häufig im Angebot, also aufpassen. Ansonsten gibt es auch noch Krita, was komplett kostenlos ist, also da hat man ja sowieso nichts zu verlieren. Aber wie, ich bekomme wieder Kommentare, dass Krita nicht kostenlos wäre, weil ihr euch jetzt wieder über den Windows Store oder Steam oder so holen wolltet. Das Programm ist offiziell kostenlos und jede andere Variante ist nur eine Spendenoption. Beide Programme sind ein bisschen komplexer, aber wenn man einmal weiß, was man tut, ist es eigentlich super einfach. Erschreckt euch bitte nicht bei dem Anblick der vielen Knöpfe. Ich weiß, man fühlt sich beim ersten Reingucken wie in einem Flugzeugcockpit, aber das meiste braucht ihr gar nicht, insbesondere am Anfang. Ihr werdet auf deren Website oder beim Start auch direkt mit ein paar Tutorials begrüßt. So, sobald du eine neue Datei erstellt hast, die ganzen Details hier kannst du dir angucken, aber eigentlich kannst du sofort auf Erstellen klicken, solltest du mit einem Pinselwerkzeug testen, ob die Druckerkennung funktioniert. Falls nicht oder so ein Kreis auftaucht und alles langsam ist, Ende des Videos. Du kannst dich hier ein bisschen durchklicken und rausfinden, was die jeweiligen Pinsel so machen. An diesen Stellen hier kannst du auch noch ein paar unterschiedliche Pinseleinstellungen verändern, wie die Größe oder wie deckend sie malen sollen, und hier stellst du ein, mit welcher Farbe du malen willst.
Falls du eines der Fenster nicht hast, musst du bei Clip Studio übrigens nur da oben auf Fenster klicken und es da auswählen. Und bei Krita findest du die Option unter Einstellungen und dann andockbare Dialoge. Wegen solchen unterschiedlichen Einstellungen kann ich übrigens verstehen, warum manche sich von sowas überfordert fühlen. Spätestens, wenn dein Bild komplett vollgemalt ist, solltest du auch den Radierer finden. In Krita ist es ein Pinselwerkzeug, bei dem du den Radiermodus anschalten kannst oder eben dieser Radierer. Und bei Clip Studio und den meisten anderen Programmen gibt es ein Radierwerkzeug. Allgemein gibt es bei Clip Studio mehr Kategorien von Werkzeugen, also Bleistift, Feder, alle mit noch ein paar Unterkategorien. Bei Krita ist es alles in diesem Fenster, wo du runterscrollen und wirklich mal alles ausprobieren kannst. Mit vielen Tools verwischst du sogar auch Farben und so. Es ist mega cool. Klick dir einfach mal alles durch, probier alles aus. Bevor wir ein kleines Skill-Level aufsteigen, natürlich nochmal die Basics. In jedem Programm kannst du natürlich ein oder mehrere Schritte zurückgehen, den Schritt wiederherstellen, speichern oder deine Bilder exportieren. Für Seiten wie Instagram zum Beispiel am besten als JPEG. Nun zu den etwas größeren Stift-Tablets. Das ist ebenso ein Intuos wie das vorherige Grafiktablett, nur etwas größer. Also das hier ist die Größe M, das davor war Größe S. Für die Technik übrigens vollkommen unwichtig, aber für mich super wichtig. Das hier hat eine wunderschöne Farbe namens Pistaziengrün und ich möchte mal anmerken, dass man das Intuos S auch in dieser Farbe bekommen kann. Beide Intuos Tablets haben hier oben bei der Ablageleiste und am Stift selber übrigens verschiedene Buttons. Die könnt ihr in den Vakuum-Einstellungen belegen, wie ihr möchtet. Hier bei den Tasten ist sowas wie ein Schritt zurück oder Speichern oder sowas sinnvoll, wenn im Stift dann eher Aktionen Sinn machen, die ihr aktiv braucht. Ich persönlich habe da immer gerne das Handtool auf der ersten Taste. Das sorgt dafür, dass ich durchs Gedrückthalten und Stift übers Tablet ziehen, scrollen und mein Bild verschieben kann. Und auf der zweiten Taste liegt mein Rechtsklick. Doppelklicken könnt ihr mit dem Stift übrigens ganz normal durch zweimal auftippen. Oder ihr könnt den Doppelklick sogar auf einer der Tasten legen, wie ihr möchtet. Jetzt aber noch das schönste Geheimnis an diesem Stift. Also Geheimnis, falls ihr die kleine Gebrauchsanweisung nicht gelesen habt. Ihr könnt das Ende hier aufschrauben und da sind Ersatzminen drin. Ich muss gestehen, dass ich immer super sanft aufdrücke und in meinem Leben noch keine neue Mine einsetzen musste. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass das bei anderen Leuten nicht so ist. Mit der Rückseite eures Stiftes hebelt ihr dann die alte Mine dann da raus. Das mache ich jetzt aber nicht, weil die Mine ist ja noch neu. Jetzt aber zurück ins Programm. Ich will euch nämlich noch das Beste am digitalen Zeichnen zeigen. Die Ebenen. Ebenen kannst du dir wie Folien vorstellen. Der erste Layer ist meistens eine weiße Fläche und alle neun sind transparent. Transparenz wird in solchen Programmen übrigens fast immer als so ein Karo- oder Schachbrettmuster angezeigt. Du kannst wie in echt natürlich auch digital einfach auf einer Ebene zeichnen, aber Ebenen sind so ein enormer Luxus und ich zeig dir auch wieso. Du kannst Ebenen ausblenden, übereinander schieben wie du willst und viele Sachen ausprobieren, ohne dein Originalbild direkt zu zerstören. Ich demonstriere meine Technik mal an einem Beispiel. Kurze Erinnerung, dass es auf YouTube die Möglichkeit gibt, Videos langsamer abzuspielen. Oder schneller, falls du möchtest, dass es alles schneller vorübergeht. Ich mache eine neue Ebene, auf der ich die Skizze zeichne. Weil ich natürlich unglaublich ordentlich bin, nenne ich die auch direkt so. Danach mache ich eine neue Ebene darüber, die ich Outlines nenne. Da kann ich alles nochmal ordentlich mit einem Linienbrush nachziehen. Jetzt blende ich die Skizzenebene einmal aus, denn die brauchen wir ja nicht mehr. Und lege unter der Ebene, wo ich die Outlines drauf gemalt hatte, eine Ebene für die Farbe an. Ich male das Ganze einfach mal aus. Dafür gibt es theoretisch eigentlich noch 20 Millionen Möglichkeiten, aber bis ich das Fülltool auf den unteren Ebenen in jedem Programm ordentlich erklärt habe, sind nochmal 2 Jahre vergangen. Wir haben nun also die ganze Fläche einmal komplett ausgemalt. Aber jetzt müssten wir doch eigentlich jedes Mal genau darauf achten, nicht über die Ränder zu kommen und... Nee, müssen wir eben nicht. Denn wir nutzen die Funktion der Alpha-Sperre. Bei einer Alpha-Sperre klicken wir bei der jeweiligen Ebene auf dieses Symbol. Nicht Wunder, bei Clip Studio heißt das hier transparente Pixel sperren. Transparenz und Alpha bedeutet bei so Grafikprogrammen praktisch dasselbe. Na und jetzt können wir nicht mehr über die Ränder malen. Das ist auch sogar bei den Outlines sehr praktisch, wenn wir denen zum Beispiel eine andere Farbe geben möchten. Und wenn du doch nochmal etwas außerhalb dazu malen möchtest, klickst du einfach nochmal auf das Schloss. Das Ganze könnten wir jetzt sogar noch komplexer machen mit einer sogenannten Clipping-Maske oder Schnittmaske oder Alpha Inheritance. Das ist das gleiche, nur mit anderen Ebenen. Aber ich muss wirklich mal ein Video rein über diese Programme machen. Die Sachen heißen alle so unterschiedlich und werden unterschiedlich eingestellt. Das führt hier alles zu weit. Googelt nach den Namen, wenn ihr es wissen wollt. Ich will hier lieber noch über die letzte Art von Tablet reden, nämlich das Pen Display. Pen Displays sind Bildschirme, auf denen du direkt zeichnen kannst.
Prinzipiell sind die für Zeichner, die das Papier gewohnt sind, erstmal intuitiver, weil du ja genau siehst, wo deine Stiftspitze malt. Im Gegensatz zu den Stifttablets, wo du auf den Bildschirm guckst und die Hand blind bewegst. Das Pen Display ist aber auch übrigens das einzige der drei Tablets hier, das nicht komplett kabellos laufen kann. Es muss per USB, HDMI und Stromkabel angeschlossen sein. Man soll es aber sogar an sein Android-Handy oder Tablet anschließen können? Davon habe ich aber nur wirklich keine Ahnung. Diese Displays sind super cool, aber meistens auch die teuerste Kategorie. Es lohnt sich dann aber wirklich. Es fühlt sich super schön an, drauf zu zeichnen oder zu schreiben und die Oberfläche glänzt nicht und ist angenehm für die Augen. Das Wacom One ist sogar noch super handlich und im Vergleich gar nicht mal so teuer. Das Süße ist übrigens, man kann die Standfüße hier hinten ausklappen und hier findet man auch die Ersatzspitzen für den Stift. Und ich habe vorher definitiv nicht versucht, den Stift mit aller Kraft aufzubekommen, wie bei den anderen Tablets. Übrigens ist das hier kein Touch-Display. Es wird mit dem Stift bedient und ihr könnt eure Hand gemütlich drauf ablegen oder aggressiv auf etwas mit dem Finger zeigen oder dass ihr aus Versehen auf etwas klickt. Um hier drauf aber perfekt zeichnen zu können, sollte alles korrekt kalibriert sein. Damit gehen wir zuletzt noch in das Wacom-Einstellungsmenü. In diesem Menü findest du alles Wichtige zu deinem Wacom-Tablet. Hier kannst du allen deinen Tasten bestimmte Funktionen zuweisen, die Druckstufe regulieren und eben dein Tablet richtig kalibrieren. Dazu klickst du diese jeweiligen Kreuze hier an. Ich zeige euch gerade mal die Einstellungen, die ich bei meinem Cintiq Wacom-Tablet habe. Je nachdem, was für ein Grafiktablet du hast, können ein paar Einstellungen etwas anders aussehen, wie man hier erkennen kann. Du kannst hier mehrere Tablets hinzufügen, sagen, welche Tasten du ändern möchtest und hier kannst du sogar individuelle Programme eintragen, falls dein Tablet da drin andere Sachen machen soll. Ich habe hier zum Beispiel Anime drin, weil da der Bildverlauf auf der zweiten Taste ganz anders funktioniert und dafür die Leertaste besser geeignet ist. Also du kannst sogar Tastaturtasten und Kombinationen auf deine Stifttasten legen. Aber das hilft uns alles nichts, wenn das Tablet nicht das macht, was es soll. Schauen wir uns doch mal an, was alles schief gehen kann. Das Wichtigste ist, dass dein Tablet im Stiftmodus ist. Der sollte normalerweise von vornherein eingestellt sein, aber falls nicht, unbedingt hier klicken. Der Mausmodus sorgt dafür, dass du deinen Stift genau wie eine Maus ziehen und drücken musst, wie eine Maus eben. Das ist super schwierig zu erklären, aber wenn man die beiden einmal ausprobiert hat, erkennt man den Unterschied sehr schnell. Falls du mehrere Bildschirme hast, ist eine Sache sogar noch wichtiger als der Stiftmodus, nämlich die korrekte Projektion. Es kann nämlich sein, dass dein Grafiktablett sich auf beide Screens gleichzeitig bezieht und auf einmal in eine Richtung davon rast. Also, falls du mehrere Bildschirme mit nur einem Tablet bedienen möchtest, kannst du es auch so lassen, aber für angenehmes Zeichnen solltest du dir einen aussuchen. Um dann auf dem zweiten Bildschirm aber etwas anzuklicken, brauchst du dementsprechend eine Maus. Oder zwei Grafiktablets. Nächstes Problem. Falls dein Tablet keine Druckerkennung hat, also die Stiftspitze nicht schwächer oder stärker gezeichnet wird, je nachdem wie fest du aufdrückst, kann das verschiedene Gründe haben. Erstmal solltest du natürlich sicher gehen, dass du im Programm überhaupt einen Pinsel mit so einer Funktion ausgewählt hast. Wenn das nicht geht, starte danach zur Sicherheit deinen PC auch einmal neu, denn wenn es dann immer noch nicht funktioniert, geht es dem Erzfeind jedes digitalen Künstlers an den Kragen: Windows Ink. Also eigentlich ganz simpel, du musst das Kästchen hier anklicken. Bei manchen Programmen funktioniert das, wenn es aus ist, bei anderen muss es an sein. Ach, wenn das nicht hilft, installiere deinen Tablet-Treiber nochmal neu und achte darauf, dass du auch den richtigen Treiber hast. Und wenn es dann immer noch nicht geht, musst du doch mal in meine Beschreibung klicken, denn dann müsstest du komplizierteren Kram machen, den du dir besser durchlesen solltest. Eine nervige Sache, die auch passieren kann, ist, dass immer so ein Kreis auftaucht, wenn du ein bisschen länger aufdrückst. Das sorgt auch dafür, dass dein Stift nicht sofort zeichnet, sondern immer minimal verzögert anfängt, weil er erstmal checken muss, ob du doch nicht dieses Menü aufrufen wolltest. Sehr ätzend, da musst du erstmal auf eine kleine Journey mit mir gehen. Gib unten bei der Windows-Suche Bildschirm für Stift ein und schon sollte dieser Eintrag bei der Systemsteuerung gezeigt werden. Bei dem Fenster klickst du oben auf Andere, danach hier unten zu Stift- und Fingereingabe wechseln. In der Liste steht dann bei Gedrückt halten Rechtsklick. Das wählen wir aus und klicken auf Einstellungen. Und da ist das verdammte Kästchen, was wir auf jeden Fall deaktiviert haben wollen. Danke Windows, dass du es uns Zeichnern so unglaglich einfach machst, unsere Zeichenutensilien perfekt einzurichten. Aber dann, falls dein Tablet sehr krakelig malt und das nicht an deiner wackeligen Hand liegen sollte, kann es sein, dass dein PC ein bisschen zu langsam für das Programm ist und den Input nicht schnell genug verarbeiten kann. Die einfachste Lösung dafür ist, deine Zeichnung kleiner anzulegen, also weniger Pixel am Anfang einzutragen. Und zuletzt, wenn du nicht so richtig zurechtkommst, schau dir nochmal dein Setup genau an. Sorg dafür, dass alles am richtigen Platz ist und probier am Anfang vielleicht doch erstmal Paint aus. Einfach drauf losmalen ist manchmal doch der beste Weg.
bevor man sich in die großen Programme ranwagt. Und das war's erstmal. Digital zeichnen ist eine wundervolle Sache und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Auch wenn ein bisschen Zeichenerfahrung auf Papier definitiv nicht schaden kann. Ich meine, das Zeichnen muss man ja so oder so lernen, egal ob digital oder nicht. Finde ich, man kann auch mit dem Zeichnen am PC so richtig durchstarten. So oder so, macht auf jeden Fall das, was euch Spaß macht. Vielen Dank an MediaMarkt für die tolle Aktion. Wie gesagt, bei den Links in der Beschreibung findet ihr das aktuelle Angebot zu den Zeichentablets, das noch 2 Wochen gilt. Und vertraut mir, mit Wacom-Tablets kann man wirklich nie was falsch machen. Aber auch danke an meine Patreons dafür, dass ihr meinen Content so unterstützt. Und danke an euch fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Und falls das alles nicht geholfen hat, habe ich nur noch eine Sache für euch.